Prokrastination. Bist du auch eine Person, die immer bis zum letzten Tag, also bis zur Deadline wartet, bis sie mit einer Aufgabe anfängt? Wenn ja, dann ist dieses Video auf jeden Fall was für dich. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich glaube, gerade momentan, zu Zeiten von Homeschooling, ist es sehr wichtig, effektiv zu arbeiten und Prokrastination zu vermeiden. Ich kann es mir sehr gut vorstellen, beziehungsweise ich kenne es sogar selbst von mir, dass, wenn ich zu Hause arbeite, ich viel leichter abgelenkt werde und leichter prokrastiniere. Und da die meisten von uns gerade bestimmt im Homeschooling arbeiten bzw. lernen, muss eine gewisse Disziplin herrschen. Denn ja, ich weiß, in der Schule ist es viel einfacher, sich zu konzentrieren, da man schon in diesem richtigen Umfeld ist. Aber heute, mit meinen Tipps, die ich euch heute geben werde, werden wir es schaffen, auch zu Hause effizient und diszipliniert zu arbeiten. Also bleibt dran. Es lohnt sich. Wodurch entsteht eigentlich Prokrastination? Ich würde sagen, bei uns ist es meistens durch Ablenkung, das heißt vor allem durch Social Media, durch die digitalen Medien, dass man sich denkt, hey, ich swipe lieber nochmal die ganzen Insta-Stories durch, anstatt jetzt damit anzufangen. Und für euch ist mein erster Tipp, sucht eure Ablenkungen raus. Das heißt, ihr müsst wissen, was ist eigentlich das, was euch vom Arbeiten abhält, und ihr müsst diese Sachen dann eliminieren. Ich weiß, es klingt jetzt alles total einfach, und so einfach ist es in der Tat natürlich nicht, aber man muss einfach so eine gewisse Disziplin haben und sich immer daran erinnern, hey, warum mache ich eigentlich diese Aufgaben? Warum muss ich jetzt lernen? Warum muss ich jetzt das schreiben? Warum muss ich das jetzt produzieren? Und wenn ihr immer eure Motivation und Ziele und Vorteile dieser Aktion im Kopf habt, dann ist es auch vielleicht diszipliniert, an die Sache ranzugehen. Ich glaube, dass der Anfang immer das Schwierigste ist. Und das Gruseligste ist dann auch diese leere Seite, die ihr vor euch habt. Und ihr denkt euch so, was, wie soll ich das machen, wie soll ich das schaffen, so viel zu schreiben. Und ja, das Schwierigste ist wirklich der Anfang und diese Hürde, von dem Prokrastinationsmodus in den Arbeits- und Flow-Modus zu kommen. Und denke mir euch den Tipp, setzt euch einfach mal hin für 30 Minuten und fangt einfach mal an zu schreiben oder zu arbeiten. Und ihr könnt mit dem Mindset reingehen, hey, wenn ich jetzt in diesen 30 Minuten nichts schaffe, ist es nicht schlimm. Kein Problem, ich habe aber angefangen und es versucht zu machen. Denn ich verspreche euch, wenn ihr euch einmal hinsetzt und anfangt, werdet ihr auf jeden Fall was schaffen. Aber ihr müsst mit dem Mindset reingehen, so, es ist jetzt nicht so schlimm, wenn ich es nicht schaffe. Aber das Wichtigste ist, setzt euch hin und fangt an. Anfangen, einfach mal machen. Denn die Sache ist, wenn du dich hinsetzt und anfängst, dann kommst du schneller in diesen sogenannten Flow-Modus, also in diesen Status, wo du diesen Flow entwickelt hast. Und noch ein Tipp, um in diesen Flow zu kommen, ist auf jeden Fall, wenn du dich hinsetzt, wie ich gerade schon gesagt habe, und dann, wenn du gar nicht weißt, was du schreiben sollst, wenn du gar nicht weißt, wie du anfangen sollst, hilft es dir auch, wenn du alte Arbeiten oder alte Sachen überarbeitest, um so auch in diesen Flow-Modus zu kommen. Eine Sache, die auch aus der Schreibblockade sehr gut hinaus hilft, ist, wenn man sich einfach hinsetzt und drauf losschreibt. Das heißt, es muss gar keinen Sinn ergeben, was du da schreibst, sondern einfach drauf losschreiben. Wenn du nichts weißt, dann schreib einfach, ich weiß gerade nicht, was ich schreiben soll, aber ich muss es jetzt hier schreiben und ich fühle mich gerade so und es fühlt sich komisch an, aber ich mache es trotzdem, bla bla bla. So schreibt einfach alles auf, um wirklich in diesen Schreibfluss zu kommen. Eine weitere Strategie wäre die Pomodoro-Technik. Ich habe dazu schon mal ein ganzes Video gemacht. Und in diesem Video habe ich diese Strategie angewendet. Und das Video geht 1,5 Stunden ungefähr. Und ich habe mich hingesetzt und habe diese Methode angewendet. Genau, aber ich erkläre es euch jetzt mal ganz kurz. Und zwar geht es bei der Pomodoro-Methode darum, dass du dich hinsetzt für 25 Minuten und 25 Minuten straight durcharbeitest. Dann hast du 5 Minuten Pause und das wiederholst du immer und immer wieder. Das hat verschiedene Vorteile. Ein großer Vorteil für mich persönlich ist diese Dringlichkeit, die aufkommt. Das heißt, du weißt, ich habe nur 25 Minuten Zeit und in diesen 25 Minuten möchte ich so viel wie möglich schaffen. Und du weißt, hey, danach habe ich Pause, danach kann ich machen, was ich möchte, aber 25 Minuten muss ich jetzt durcharbeiten, da ist so eine gewisse Dringlichkeit einfach. Ich habe letztens einen Punkt gehört, den ich eigentlich auch relativ sinnvoll finde, aber ich weiß nicht, ob das für mich funktionieren würde. Und so heißt der Tipp, sich einfach keinen Freiraum zu geben. Das heißt, wenn man sich einfach selbst zu Hause einen Stundenplan macht, dann sagt, von dann bis dann mache ich das und von dann bis dann... Und klar, es ist auf jeden Fall sinnvoll, aber die Sache ist, hält man sich dann auch dran, wenn man so einen großen Überfluss hat mit ganz vielen Sachen und man ist so ganz neu in diesem Thema, und ob es einem wirklich hilft, wenn man ein Prokrastinations-
hält es, weiß ich nicht, ob das der richtige Schritt wäre. Aber falls ihr generell eine Person seid, die ab und zu mal prokrastiniert, aber eigentlich schon motiviert ist, nur diesen gewissen Anstoß braucht, dann glaube ich, ist es ein guter Tipp, wenn man sich auch keinen Freiraum lässt einfach und eine Art Stundenplan macht oder eine krasse To-Do-Liste schreibt mit Zeiten und so weiter. Und mein letzter Tipp wäre noch, macht euch einfach die richtige To-Do-Liste. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht zum Thema, wie ich plane, wie man richtig plant. Die beste Time-Strategie-Methode, das könnt ihr euch hier oben mal angucken. Mit der richtigen To-Do-Liste, das heißt, wenn ihr euch die Zeiten richtig eingeteilt habt, wenn ihr euch die Dringlichkeiten richtig eingeteilt habt und wenn ihr wirklich die Top-Prioritäten eingeteilt habt, dann ist alles viel einfacher. Das waren jetzt für heute meine Tipps zum Thema Prokrastination vermeiden und Ablenkung vermeiden und schnell arbeiten. Ich hoffe, es konnte euch einigermaßen helfen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare irgendwas. Schreibt einfach irgendwas in die Kommentare, also nicht das Wort irgendwas, aber schreibt das, worauf ihr Bock habt, einfach mal in die Kommentare und ich werde euch antworten, eventuell. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder, da ich momentan jeden Tag ein neues Video hochlade. Also bis morgen, bleibt gesund und fröhlich und wir sehen uns morgen wieder. Ciao!